bahnt sich in der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten ein Comeback an. In der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten ist das Drama um Lauras, Krysenfi Kawasi, Verschwinden, ihre Rückkehr nach Berlin und die Geiselnahme im Jeremias Krankenhaus abgeschlossen. Jetzt kann Laura ihr Leben neu ordnen und endlich angstfrei die Zeit mit John, Felix von Jarow, genießen, den sie demnächst heiraten wird. Doch das Leben hält noch eine Überraschung für Laura bereit. Achtung, Spoiler! Dieser Text enthält Informationen zur GZSZ-Folge, die RTL am Montag, 23. Oktober um 19.40 Uhr im Free TV zeigt. Auf RTL Plus ist die Episode bereits eine Woche früher verfügbar. Sternchen. GZSZ. Eine alte Bekannte taucht auf. Wie wir aus den Vorschauen, die RTL regelmäßig zu Deutschlands größter Serie herausgibt, erfahren, treffen Laura und Katrin, Ulrike Frank, auf eine alte Bekannte. Bahnt sich hier ein Comeback an? Könnte es sich beispielsweise um ein Wiedersehen mit Rosa Lehmann, Joanna Schümer, handeln, die nach Felix, Thaddäus Meilinger, Weggang nach London ebenfalls nicht mehr auf dem Kollekiez gesichtet wurde? Dass Toni demnächst zurück nach Berlin kommen wird, ist bereits seit längerer Zeit bekannt. Schauspielerin Olivia Marei, 33, dreht nach ihrer Weltreise bereits seit ein paar Wochen wieder für die Serie. Doch es gibt nicht wirklich ein Bindeglied zwischen Toni, Katrin und Laura. Oder geht es hier um eine Rolle, die bisher noch gar nicht in die Serie eingeführt wurde? GZSZ. Steigt Josephine Bressel ein. Fest steht bereits, dass mit Josephine Bressel, 31, bald ein Neuzugang dem GZSZ-Cast ergänzen wird. Im August kündigte der Sender an, dass sie die neue Hauptrolle, Alicia, übernehmen wird. Außerdem wissen wir schon, dass Bressel ihre ersten Drehtage mit Ulrike Frank, 54, und Lennart Borchert, 23, hatte. Damit könnte Alicia wirklich bei Katrin und Laura im Gerner-Bode-Clan verankert sein. Lassen wir uns überraschen.